Hallo, willkommen zu meiner zweiten Variante der Mostage Beanie im, ich sage jetzt mal, Tweed-Style, weil dieses Muster in der Art auch im Englischen Tweed-Stitch genannt wird. Für mich bleibt es der Mostage im Tweed-Style, also es kann jeder benennen, wie er möchte. Ich verwende wieder die Online Montego und eine 6er Häkelnadel. Wer fester häkelt, nimmt bitte eine 7er. Wer sehr locker häkelt, könnte sogar mit einer 5er häkeln. Ihr benötigt wie immer Wollnadel, Schere und Maßband. Und für diesen Style braucht ihr 3 Farben. Ja, ich habe jetzt hier Herbstfarben gewählt, ein Braun, ein Grün und ein Rostrot. Und beginne jetzt mit meinem Braun. Diese Beanie wird jetzt im Gegensatz zur ersten Variante von oben nach unten gehäkelt, also wie gewohnt. Und wir beginnen mit einem Fadenring. Also ich lege mir den Faden wieder so auf die Hand, gehe einmal hinten drum rum, überkreuze es, halte ein bisschen mit dem Daumen fest, steche hier unten ein mit der Nadel und hole mir einfach den Arbeitsfaden durch und mache dann eine Luftmasche mit dem Arbeitsfaden. Jetzt ist er safe. So, und jetzt häkle ich eben um diese beiden Fäden hier drum rum. Mostage, feste Masche und Luftmasche im Wechsel. Wir häkeln jetzt 5-mal in den Fadenring eine feste Masche und eine Luftmasche im Wechsel. Die zweite, feste Masche, Luftmasche, feste Masche, Luftmasche. Vierte Mal und das 5. Mal. Und dann nochmal eine 6. feste Masche. Weil wir beenden die Runde immer mit einer festen Masche. Da kommt keine Luftmasche, die wird ersetzt durch unsere Kettmasche, die wir jetzt machen. Ich mache das jetzt hier noch nicht ganz zu, dann seht ihr das vielleicht besser. Hier ist meine erste feste Masche und rechts davon, oben, wenn ihr drauf schaut, hier, da, ja, hier ist der Knoten, hier steche ich ein für meine Kettmasche. Ja, mal ein bisschen scharf stellen. Also hier ist die feste Masche und oberhalb rechts davon, hier steche ich ein. Durch beide Schlaufen und mache eine Kettmasche. So. Jetzt wechsle ich gleich die Farbe. Also dieser Tweed-Style oder Tweed-Stitch resultiert daraus, dass wir in jeder Runde die Farbe wechseln. Das Muster an sich bleibt feste Masche, Luftmasche im Wechsel und die feste Masche immer unter die Luftmasche in den Zwischenraum der Vorrunde. So, jetzt mache ich die Luftmasche eben mit der neuen Farbe und ziehe diesen Arbeitsfaden vom Braunen an. So, den häkel ich jetzt auch gleich mit ein, den hier. Ich könnte jetzt auch den vom Fadenring mit einnehmen, aber ich habe jetzt noch nicht festgezogen, einfach damit ihr das besser seht. Jetzt steche ich das erste Mal direkt immer hinter, so ein bisschen schräg dahinter, unter diese Kettmasche ein, in den Zwischenraum, der sich durch diese gebildet hat, hole mir den Faden und häkel eine feste Masche. Das ist die erste feste Masche und eine Luftmasche. Das Ganze mache ich jetzt nochmal. In dieselbe Einstichstelle eine feste Masche. Den lege ich jetzt drauf, weil ich ihn mit einhäkle hinten. Und eine Luftmasche. Das heißt, wir verdoppeln jetzt. Wir verdoppeln jetzt in jeden Luftmaschen-Zwischenraum und häkeln 2-mal die Gruppe feste Masche, Luftmasche. So, jetzt habe ich hier meine feste Masche. Da seht ihr diese 2 Balken hier und genau daneben steche ich ein in den Zwischenraum, mache wieder eine feste Masche, eine Luftmasche und wieder eine feste Masche, eine Luftmasche. Überspringe wieder die feste Masche, hier ist mein nächster Zwischenraum. Ihr seht, hier ist hinten wieder dieser Quer, dieser von hinten eben, so ein Faden, der von oben nach unten geht, der gehört zu der anderen festen Masche links. Also hier ist der Zwischenraum. Da sehe ich gerade, da habe ich selber falsch eingestochen, nämlich direkt in die feste Masche. Nochmal zurück. Da ist die feste Masche. Also hier rein, feste Masche, Luftmasche,
feste Masche und Luftmasche. Die überspringen, feste Masche, Luftmasche und in die gleiche Einstiegsstelle nochmal feste Masche und Luftmasche. Wieder feste Masche überspringen, hier, und daneben in das Loch sozusagen feste Masche, Luftmasche, feste Masche, Luftmasche und hier nochmal feste Masche, Luftmasche, feste Masche und Luftmasche. Und das solltet ihr dann, also insgesamt solltet ihr dann 12 Gruppen haben. Nochmal zurück, nochmal hier Kontrolle, stimmt, war schon richtig. Also feste Masche, Luftmasche, feste Masche, Luftmasche und hier sind meine letzten zwei. Ja, hier ist eine und da ist eine feste Masche und da ist meine Luftmasche und darunter ist die Lücke. Also feste Masche, Luftmasche und wir enden wieder bei der letzten Gruppe mit der festen Masche. Keine Luftmasche, die wird ersetzt durch die Kettmasche. Und die mache ich jetzt hier in die ersten zwei Schlaufen, die direkt in der Farbe sind, also in meinem Rot. Ja, rechts von der Kettmasche, von der festen Masche aus gesehen, von der ersten in dieser Runde. So. Und ziehe durch. Jetzt kommt mein Grün. Muss ich erstmal aufmachen. Ein ganz frisches Knäuel. So, und die Luftmasche mache ich wieder mit meiner neuen Farbe. Die häkle ich auch hinten wieder mit ein. Also das Rot und das Braun führe ich hier immer mit und das Grün. Also ihr habt dann, jetzt sieht es noch nach nichts aus hinten, aber ihr habt dann später, ich kann es euch bei einer anderen zeigen, wenn ihr die mitführt, so wie ich, sieht das dann so aus. Das war der Prototyp. Hätte ich auch gern wieder in den Farben gemacht, aber das war alle. Muss ich meinen Wolldealer wieder bestellen. So, also die Luftmasche und ich ziehe jetzt das Rot an, damit die Masche verschwindet. Und hier seht ihr wieder, da ist meine letzte feste Masche und hier ist meine erste der Vorrunde. Und hier dazwischen, da steche ich ein, ziemlich unter der Kettmasche, eigentlich genau unter der Kettmasche. So. Hier nochmal an. Also steche unten ein, hol mir den Faden und häkle meine erste feste Masche und die Luftmasche. So, jetzt ziehe ich da ein bisschen an. Jetzt gehe ich weiter. Hier hatten wir ja eine Verdopplung und da rein verdoppeln wir wieder. Also wieder hier zwischen die beiden Maschen einstechen von der Vorrunde, zwischen den zwei festen Maschen. Und zweimal die Gruppe feste Masche und Luftmasche häkeln. Das heißt, wir nehmen jetzt bei jedem zweiten Luftmaschenzwischenraum zu. Hier ist der nächste, also hier ist ja die feste Masche hier und da ist der nächste Zwischenraum. Ja? Hier eine, da eine feste Masche, da ist der Zwischenraum. Da kommt jetzt nur einmal feste Masche, Luftmasche rein. Hier wieder in der Verdopplung der Vorrunde, wieder eine Verdopplung. Wieder feste Masche, ein bisschen unsauber. Feste Masche, Luftmasche. Dann hier wieder nur eine Gruppe. Feste Masche, Luftmasche. Jetzt brauche ich mehr Faden. So. Dann wieder eine Verdopplung. Das heißt, wir nehmen jeden zweiten Zwischenraum, wie ich schon sagte, einmal zu. Hier wieder nur eine und dann wieder nur zwei. Also zwei. So, eine und hier zwei. Also wir haben ja mit 6 festen Maschen angefangen. Das sind in der folgenden Runde 12
und in der 18. Also wir nehmen jede Runde 6 mal zu. Wir haben es vergessen. Sechs feste Maschen nehmen wir zu. So, dann wieder hier rein. Und hier wieder rein. Und wir enden immer mit einer festen Masche. Die letzte Luftmasche lassen wir weg. Und hier schließe ich wieder ab in meinem Grün. So sieht das jetzt aus. Ich werde jetzt diesen Ring schon mal festziehen und die Fäden, die ich vom Anfang hatte, die 3 schon mal vernähen, weil das einfach hinten kein Kuddelmuddel gibt. So, da ist mein Fadenring und den schließe ich jetzt. So. Also, diese Farbfolge, braun, rot, grün, braun, rot, grün, die mache ich immer wieder, die wiederhole ich immer wieder. Das heißt, merkt euch eure Farbfolge und häkelt in dieser immer weiter. So, jetzt hole ich mir mein Braun von unten hoch. Und damit ich die immer so ein bisschen verzwirbel, wie ich es euch schon gezeigt habe, schaue ich einfach, dass die anderen 2 Farben links hinten von meinem Häkelstück weggehen und hole mir die hier einfach hoch. Ja, und mache jetzt meine Luftmasche. So, das Grün zurre ich wieder fest. Und wir fangen wieder an. Direkt hier unter der Kettmasche steche ich ein. Mache meine erste feste Masche und meine Luftmasche. So, jetzt kommt hier die nächste feste Masche, da ist der Luftmaschenzwischenraum, wieder rein, eine feste Masche, eine Luftmasche. Hier habe ich wieder 2 Maschen, also hier und hier ist immer in einer, genau auf der gleichen Stelle meine Verdopplung. Das heißt, ich steche hier auch 2-mal ein und mache 2 Gruppen. Das heißt, jetzt in jedem dritten Zwischenraum wird zugenommen. Ihr merkt auch, das ganze Häkelstück, jetzt wieder hier nur einzeln. Ich mache nochmal eine Verdopplung, dann zähle ich weiter. 2 und hier die Verdopplung. Dadurch, dass wir ja mit 6 Maschen zugenommen haben und kontinuierlich zunehmen, ich mache das ja normalerweise nicht wegen dieser Plattenform. Jetzt in diesem Muster mache ich es speziell so, weil ich es einfach schöner finde, wenn die Zunahmen in einer Reihe sind. Hat aber den Nachteil, dass euch dieses Häkelstück auch sechseckig wird. Mich stört das jetzt nicht sehr, weil später wird es ja trotzdem rund. Wen das aber stört, der sollte jetzt hier in dieser Runde mal die Zunahme einfach weglassen. Und einmal nur einzeln feste Masche, Luftmasche in jeden Zwischenraum reinhäkeln und dann einfach wieder jede dritte, wie ich hier in der nächsten Runde zunehmen. Habt ihr ein bisschen eine Unterbrechung farblich? Da habe ich eine Zunahme vergessen. Also heute ist der Wurm drin. Aber dafür schaut es einfach gleichmäßig von den Farben her aus. Also es ist ein bisschen Geschmackssache. Das müsst ihr mit euch vereinbaren, was euch einfach mehr gefällt. Ob ihr lieber die runde Geschichte wollt oder dann eben keine Unterbrechung in dieser Verdopplungsreihe hier. So, wieder hier zuschauen. Und hier auch nochmal. Falls sich euer Stück wellt, so ein bisschen tut es bei mir auch. Hier seht ihr, also noch ist es recht plan. Irgendwann wird es anfangen, sich ein bisschen vielleicht zu wellen. Dann solltet ihr spätestens eine Runde ohne Zunahmen drüber häkeln. Also wenn ihr schon merkt, jetzt wird es kritisch, einfach eine Runde ohne Zunahmen drüber. So, wir enden wieder mit einer festen Masche und wieder Kettmasche mit der gleichen Farbe. Jetzt kommt wieder mein Rostrot. Das heißt, ich lasse jetzt hinten mein Braun und mein Grün stehen und hole mir das Rot so hoch. Mach eine Luftmasche und zur das Braun fest. Ihr könntet auch rein theoretisch, wenn ihr das hier verkürzen wollt, hier, wenn ihr jetzt zurückstecht für den Anfang wieder in die erste
in den ersten Luftraum. Da könntet ihr euch rein theoretisch diese Farben so über die Nadel nehmen und dann mit hochhäkeln. Mache ich aber nicht. Ich finde, das wird so ein bisschen dick. Also eine feste Masche, eine Luftmasche und ich verdoppel weiter. Jetzt in jeden vierten Zwischenraum, also wieder genau hier über meiner Zunahme, kommt wieder eine Zunahme. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen falsch eingestochen. Also heute ist wirklich der Boden drin. So, die gehört darüber. So, ich hatte ja mit 6 angefangen, 12, 18, 6 wieder drauf, 24, 30. Und dann kommt wieder unser Tellergemesse. Ich sage immer Mützenteller, also der Teil mit den Zunahmen von der Mütze, bis wir dann eben mit den Zunahmen aufhören. So, wir enden wieder mit einer festen Masche. Und wieder Kettmasche in meine erste Schlinge hier. Faden holen, Kettmasche. So, jetzt seht ihr wieder, also es wälzt sich schon ein bisschen bei mir, aber damit kann ich noch gut leben. Also ein bisschen Gefühlssache. So, jetzt kommt wieder mein Grün, das heißt hinten die zwei lasse ich links und hole mir hier so mein Grün drüber. Mach eine Luftmasche und ziehe mein Rot fest. Wieder steche ich unten rein und mache meine erste feste Masche. Und dann wieder meine zweite. Und jetzt müsste ich in den fünften Zwischenraum ankommen. Also ich habe hier 1, 2, 3, 4 und da ist auch wieder meine Zunahme in der Vorrunde. Und da mache ich wieder Zunahme. Wieder in den Zwischenraum, hier in den Zwischenraum. So, jetzt bin ich hier bei meiner letzten Zunahme und schließe wieder ab mit einer Kettmasche. So, ihr seht, das Ganze wälzt sich bei mir jetzt, wird es Zeit. So. Ich wiederhole, ich habe mit 6 festen Maschen angefangen, dann waren es 12, 18, 24, 30, 36. Ich kann es auch nachkontrollieren. Ich hatte hier 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. ist hier eine Zunahme. Mal 6 ist 36. Ich will das Ganze ungefähr für 54, 55 cm Kopfumfang machen. Und die Formel kennt ihr wahrscheinlich schon, also ich nehme meinen Kopfumfang geteilt durch 3,14. So, sind wir bei 17,19 und ziehe davon, weil dicke Wolle dehnbar 2 cm ab. Bei Kindern bitte eher 1 cm abziehen. 15,2 soll ich haben, ungefähr. Ihr könnt auch 15,5 machen, das ist jetzt auch nicht tragisch. Und jetzt messe ich mal aus, wie viel ich habe. Also ich komme wirklich, also ich messe immer von der Spitze zur Spitze. Das reicht. Und das sind ungefähr 15,5 cm. Passt. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen Teller, meinen Zunahmenteil beendet. Und was mache ich jetzt? Ich häkle einfach weiter meinen Moss-Stitch. Also feste Masche, Luftmasche im Wechsel, immer in den Luftmaschen-Zwischenraum zwischen den festen Maschen rein, ohne Zunahme, mit Beachtung meiner Farbfolge, braun, rot, grün, braun, rot, grün und so weiter. So, also ich wieder die zwei hängen lassen, den braunen drüber. Ich häkle jetzt einmal über ein paar Maschen. So, einmal und in den nächsten. Also ihr könnt auch immer mitzählen. In meinem Fall sind es jetzt 36 feste Maschen. Ohne Zunahmen weiter. Jede Runde die Farbe wechseln. Und das macht ihr so lange, bis ihr eure Mützenhöhe erreicht. Ich hatte schon lange vor, euch mal eine Tabelle zu machen mit Kopfumfang, Tellerdurchmesser und Höhe. Das mache ich auch. Ich verlinke euch das Ganze. Ihr könnt hier auf das i klicken, auf der Box oder
Unten in der Videoinformation wird es auch drin stehen. Genauso verlinke ich euch die Mostage Beanie Nummer 1, die erste Variante, meine Lieblingsvariante. Also finde ich sehr toll geworden. Und genau, und ich brauche jetzt ungefähr 19,5 bis 20 cm Länge. Und dann sehen wir uns wieder. Also einfach in jede als Zwischenraum einmal die Gruppe feste Masche, Luftmasche. Also auch hier nehme ich nicht mehr zu. Ich häkel einfach stur meine 36 Maschen. So, ich bin jetzt hier bei meiner letzten Runde. Eine feste Masche und Kettmasche. Stopp. Kettmasche mache ich jetzt erstmal nicht. All dieweil, ich zeige euch das jetzt erstmal. Also ich habe ja schon gemessen und weiß, ich bin hier jetzt am Ende. Ich schneide die anderen zwei Fäden einfach ab zum Vernähen. So, den braunen schneide ich eigentlich auch gleich mit ab. Und jetzt sage ich euch, wie viele Runden das waren ohne Zunahmen. Also das können wir hier nachzählen. Hier war meine letzte Zunahme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Runden. Ohne Zunahme habe ich jetzt nochmal drauf gehäkelt. Und jetzt messe ich euch mal ab. Das ist jetzt ab der Spitze. Ihr seht, 19, 5, 20 cm. Passt. Perfekt. So, hier habe ich ja jetzt keine Kettmasche gemacht. Ich ziehe mir diesen Faden einfach raus. So, nehme meine Wollnähnadel und die letzte Masche, also die Kettmasche, mache ich quasi mit der Nähnadel. Dafür steche ich wie mit der Häkelnadel hier in meine Masche ein, durch beide Schlingen. Und hier in meine letzte Masche, wo der Faden rauskommt, in der Mitte rein. Ja? So, und jetzt ziehe ich das Ganze so lange an, bis es ungefähr die Größe wie meine anderen Maschen hat. Et voilà. Ihr habt keinen Knoten, niente, nada, nix. Drehe das Ganze um und jetzt vernähe ich das Ganze. So, ich gehe jetzt einfach mal hier so durch ein paar Maschen durch. Und wie ich immer vernähe, also ich habe ja hier durchgestochen, das überspringe ich und stich hier in den Faden, den ich gerade vernähe, quasi nochmal ein, also in ihn rein und wieder zurück. So, dadurch ist er so ein bisschen in sich verknotet. Das mache ich jetzt mit den anderen beiden dann auch noch. Jetzt zeige ich euch nochmal das Ganze von innen. Da seht ihr, wie das bei mir ausschaut, wenn ihr den Farbwechsel, die Fäden immer so verkreuzt, wie ich es euch gesagt habe. Ihr seht auch, er verläuft bei mir auch nach rechts. Das ist auch normal oder beziehungsweise logisch, weil wir immer ein bisschen weiter rechts in der nächsten Runde landen. Also beim Häkeln verschieben sich ja die Maschen etwas. Jetzt markiere ich mal hier so die Stelle. So, damit ihr das auf der anderen Seite auch seht. Da ist jetzt ungefähr der Farbübergang, also der Rundenwechsel. Und ihr seht nichts. Also kaum zu erkennen. Ja, also ich finde es supi. So, und eigentlich ist unsere Biene schon fertig. Ein Tipp, ihr könnt, wenn ihr möchtet, unten nochmal ein Bund häkeln in der gleichen Farbe mit Kettmaschen, nur in die hintere Schlinge. Dafür aber bitte in fester Masche und in die Luftmasche jeweils eine Kettmasche häkeln, damit das Ganze sich nicht so zusammenzieht. Ja, und fertig ist die Beanie. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachhäkeln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!